General von Falkenhayn hatte sich 1915 entschlossen, für dieses Jahr im Westen in der Verteidigung zu bleiben, um die Ostfront zu bereinigen. Verschiedene Gründe hatten diese Schwerpunktverschiebung gerechtfertigt. Die Entente-Heere waren von den schweren Kämpfen des Jahres 1914 noch nicht erholt, wie das Scheitern ihrer Angriffe zu Beginn des Jahres 1915 verdeutlichte. Es herrschte vor allem starker Munitionsmangel. Das britische Heer war noch nicht der entscheidende Faktor, zu dem es 1916 werden sollte. Das heißt, die Truppenvermehrung durch die Aufstellung der sogenannten Kitchener-Armeen schlug noch nicht durch. Auch das deutsche Kampfverfahren des Zusammenwirkens aller Waffengattungen begann sich zu bewähren. Nach Abschluss der Operationen im Osten durch die Niederwerfung Serbiens kehrte Falkenhayn zu seiner Grundabsicht zurück, die Kriegsentscheidung im Westen zu suchen. Wie gewohnt blieb diese strategische Festlegung nicht unumstritten. Auch andere Fronten boten sich zur Entscheidungssuche an. Das Kommando Oberost empfahl erneut, die Russen endgültig niederzuwerfen, um sich dann in ausreichender Stärke der Westfront zuzuwenden. Der österreich-ungarische Generalstabschef Konrad von Hötzendorf bevorzugte hingegen einen Schlag gegen Italien, weil ein Angriff in Russland nicht durchschlagend genug sei. Er erbat sich dafür von Falkenhayn 4 deutsche Infanteriedivisionen. Der Chef der obersten Heeresleitung lehnte dies jedoch ab, weil ein Sieg an der Südfront kaum eine Kriegsentscheidung forcieren würde. General Hoffmann, der die Position Konrads unterstützte, argumentierte hingegen, dass eine im großen Stil angelegte Offensive gegen Italien, die etwa bis die Linie Genua-Venedig vorangetrieben würde, durchaus bedeutende Rückwirkungen auf den französischen Kriegsschauplatz gezeitigt hätte. Wie dem auch sei, Falkenhayn setzte sich mit seiner Westlösung durch. Folgende Fragen blieben hierbei jedoch offen. Gegen wen sollte der nächste Schlag geführt werden, auf welche Weise und an welchem Ort? Der Chef der OAL nahm sich dieser Problematik in seiner Weihnachtsdenkschrift von 1915 an. Die Gedanken, die Falkenhayn hierin entwickelte, kann man durchaus als schockierend bezeichnen. Untersuchen wir sie deshalb ein wenig genauer. Hatte Falkenhayn Mitte des Jahres 1915 Frankreich noch für eindeutig stärker als England gehalten, so betrachtete er Ende des Jahres den Nachbarn Deutschlands als militärisch und wirtschaftlich bis an die Grenze der Belastbarkeit geschwächt. Es galt deshalb für die weitere Kriegsplanung, England verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. Dennoch schien ein Angriff auf den englischen Frontsektor wenig Aussicht auf Erfolg zu bieten. Noch immer glaubte Falkenhayn, das europäische Festland stelle für die Briten lediglich einen Nebenkriegsschauplatz dar. Das heißt, sie würden auch im Falle einer Vertreibung aus Frankreich ihre Kriegsanstrengungen nicht aufgeben. Ein Angriff gegen die British Expeditionary Force erforderte überdies sehr starke Verbände und hätte taktische Schwierigkeiten wegen der katastrophalen Bodenbeschaffenheit des Frontgebietes zu gegenwärtigen. Aus alledem resultiert, dass es gelte, das ohnehin schon angeschlagene Frankreich zu besiegen. Damit könne England sein bestes Schwert aus der Hand geschlagen werden. Die Insel selbst wollte Falkenhayn durch die Verschärfung des U-Boot-Krieges in die Knie zwingen. Erstes Motiv dafür war sicherlich die Schwächung der feindlichen Wirtschaftskraft. Hinzu trat aber die Verhinderung weiterer Truppentransporte nach Frankreich und nicht zuletzt die Brechung der englischen Fernblockade. Das Konzept, mit dem Falkenhayn die Franzosen schlagen wollte, ist in der Tat als unorthodox zu bezeichnen. Er kreierte eine Art offensiver Zermürbungsstrategie. Aufgrund der Lehren, die er aus den gescheiterten Offensiven der Alliierten im Jahre 1915 gezogen hatte, lehnte er Massendurchbruchsversuche gegen einen moralisch intakten, gut bewaffneten und zahlenmäßig nicht erheblich unterlegenen Feind ab. Ein entscheidungssuchender Durchbruch würde hier die deutschen Kräfte überstrapazieren. Falkenhayn schätzte die Unterlegenheit der deutschen Streitkräfte durchaus realistisch ein. Ein Vergleich der Stärkeverhältnisse an der Westfront verdeutlicht dies. Anfang Februar 1916 standen 2,35 Millionen Deutsche etwa 3,47 Millionen feindlichen Soldaten gegenüber. Die Westgegner hielten von 150 Divisionen 59 in Reserve. Die oberste Heeresleitung konnte, selbst bei radikaler Entblößung anderer Fronten, bestenfalls 26 Divisionen als Heeresreserve anhäufen. Mit Recht schreibt das Reichsarchiv Werk: Angesichts dieser Stärkeverhältnisse gehörte für den deutschen Generalstabschef viel Kühnheit und Selbstvertrauen, vor allem aber auch unbedingte Zuversicht in die innere Güte und Überlegenheit des deutschen Soldaten dazu, um überhaupt an Angriffsgedanken festzuhalten. Wieder zogen die beschränkten Mittel beschränkte Ziele nach sich. Diesmal jedoch ging es nicht in erster Linie um Territorialgewinn oder die Einnahme strategisch wichtiger Punkte. Die Zielsetzung bekam eine andere Qualität. Falkenhayn erstrebte einen gewissen Kräfteausgleich
durch die Abnutzung der feindlichen Truppen. Seine Idee war einfach. Der Angriff sollte die moralische Potenz, die Initiative geben und den Feind zum Gegenangriff zwingen, der dann in vorteilhafter Stellung mit allen Vorteilen der taktischen Defensive angenommen werden sollte. Erlahmte der Feind, so sollte ihn ein neuer Angriff wieder herauslocken und die Abwehr sollte ihn von neuem abweisen, zerreiben, verbluten lassen. Herauszufinden war einzig noch die Angriffsstelle, an der sich die Franzosen aus militärischen, moralischen und volkspsychologischen Gründen zum Kampf stellen mussten, die sie also nicht so einfach aufgeben durften. Nur ein solcher Ort erfüllte gewissermaßen seinen Zweck als Saugpumpe, um immer größere feindliche Kontingente in die Schlacht zu verwickeln. Falkenhayn suchte also ausdrücklich nicht nach einem Ort, an dem ihm der Sieg strategische Vorteile bringen würde. Er sann vielmehr darauf, den französischen Stolz herauszufordern. Das Symbol war offensichtlich und schien regelrecht auf ihn gewartet zu haben. Es war die berühmte Festung von Verdun. Ein siegreicher Angriff auf das Festungssystem warf allerdings noch einen nicht unbedeutenden strategischen Nebeneffekt ab. Konnte der vorspringende Frontbogen, der ein außerordentlich empfindliches Ausfalltor für die Franzosen darstellte, beseitigt werden, so entfiel auch die Bedrohung für die rückwärtigen deutschen Bahnverbindungen. Es ist auch behauptet worden, dass bei der Wahl der Angriffsstelle mystische Gedankenverbindungen Falkenhayns zwischen Verdun und der karolingischen Geschichte eine Rolle gespielt hätten. Belegbar ist dies jedoch nicht. Es muss in aller Deutlichkeit gesagt werden, Falkenhayn kam es nicht auf einen schnellen Sieg an. Je mehr Kräfte Joffre gezwungen sein würde, in den Kampf zu werfen, desto besser. Um die feindlichen Truppen auch gebührend ausbluten zu lassen, stellte die oberste Heeresleitung im Angriffsgebiet eine gewaltige Artilleriemenge bereit. Der deutsche Generalstabschef hat dies später selbst als die Mühle an der Maas bezeichnet. Damit wurde das Material erstmals deutlich über die Strategie erhoben. Denn nicht der Glaube an eine strategische Lösung liegt darin, sondern der Glaube an eine mechanisch vorteilhafte Wirkung der Mühle. Ein zentraler Punkt in Falkenhayns Plan war das vermeintliche Verhalten der British Expeditionary Force. Der Chef der obersten Heeresleitung glaubte, berechtigt hoffen zu dürfen, dass die Engländer versuchen würden, durch Entlastungsangriffe den Druck von Verdun zu nehmen. Darauf sollten seine aufgesparten Reserven zum Gegenangriff übergehen und den Bewegungskrieg wieder einleiten. Leider übersah Falkenhayn vollständig, dass das deutsche Heer gerade für diese Form der Kriegsführung überhaupt nicht ausgebildet war. Denn sie setzte nicht nur eine profunde Kenntnis des Durchbruchsangriffs bezüglich seiner Bedingungen voraus, sondern forderte überdies noch die perfekte Durchführung. Nachdem um die Weihnachtstage 1915 der Heeresgruppe Kronprinz Wilhelm mündlich der Befehl für den Angriff im Maasgebiet mit Richtung auf Verdun gegeben worden war, entwickelte sich eine Auseinandersetzung, wo der Schlag genau anzusetzen sei. Oberst Tappen und der Generalstabschef der 5. Armee Schmidt von Knobelsdorf drangen darauf, ihn beiderseits der Maas anzusetzen, um die Festung Verdun im abgekürzten Angriffsverfahren schnell zu Fall zu bringen. Falkenhayn sperrte sich gegen die Absicht einer Offensive auf beiden Ufern, weil er glaubte, eine solche Verfahrensweise würde gleich zu Beginn eine hohe Kräfteanspannung bedeuten. Hier kündigte sich bereits das fatale Missverständnis zwischen den Armeeführern und der obersten Heeresleitung an, das die Schlacht bei Verdun in ihrem gesamten Verlauf durchziehen sollte. Jene wollten Verdun, den Eckpfeiler des französischen Festungssystems, erobern. Dieser wollte den Fall der Festung hinauszögern, um immer neue französische Kräfte in die Falle zu locken. Hatten die Armeeführer Falkenhayns wahre Absichten nicht begriffen? Oder waren sie etwa gar nicht eingeweiht worden? Vieles spricht für die letztere Annahme. Niemand, außer vielleicht der Kaiser, hatte seine Weihnachtsdenkschrift zu sehen bekommen. Deshalb glaubte der Kronprinz, es handle sich um einen normalen Angriffsbefehl. Nicht umsonst sind nach dem Krieg viele Kritiken zur Verdun-Schlacht erschienen, die schon im Ansatz die falkenhaynsche Zielsetzung völlig verkennen. Der deutsche Chef des Generalstabes setzte durch, dass der Angriff lediglich auf dem Ostufer vorgetragen wurde. Es gelang, die Vorbereitungen weitestgehend geheim zu halten. Als Angriffstermin setzte man den 12. Februar fest. Erst um den 6. bzw. 7. Februar bemerkten die Franzosen die größeren deutschen Truppenkontingente, ohne jedoch deren genauen Einsatzort zu kennen. Alle Voraussetzungen für einen Erfolg unter Ausnutzung des Überraschungsmomentes schienen gegeben. Da verhinderte anhaltend schlechtes Wetter den pünktlichen Beginn der Offensive. Tag um Tag verstrich, ohne dass die Operation hätte gestartet werden können. Den Franzosen, die sich seit dem 14.02. durch einen Agenten im Besitz der deutschen Angriffsorder befanden, wäre genügend Zeit geblieben, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Sie taten es nicht, weil Joffre sich nicht in der Vorbereitung seiner eigenen Offensive, die er an der Somme ansetzte, stören lassen wollte. Wenn der französische Oberbefehlshaber später behauptete, dass in Wahrheit der Angriff die Franzosen nicht unvorbereitet getroffen hatte, so trifft dies jedoch nur sehr stark eingeschränkt zu. Von der Wucht des Angriffes der Deutschen, der am 21.02. losbrach, waren die Franzosen sehr wohl überrascht. Wie sonst ist die geradezu panikartige Reaktion des Generals Castelnau erklärbar, der am 24.02. den immer noch die Schwere der Lage verkennten Joffre aus dem Bett holte, damit er die nötigen Befehle für die Verteidigung Verdun herausgeben sollte. Joffres Phlegma hätte um ein Haar das gesamte falkenhainsche Konzept zunichte gemacht. Der französische Generalissimus erwog anfangs allen Ernstes, das rechte Maasufer zu räumen, weil die Festung Verdun in seinen strategischen Plänen ebenso wenig eine Rolle spielte wie die Prestigefragen, die Falkenhayn eigentlich an diesen Angriff geknüpft hatte. Erst auf Drängen des Premierministers Briand entschloss er sich zur Verteidigung. Nun aber umso bedingungsloser. Wer noch von Räumung spräche, könne mit einem Verfahren vor dem Kriegsgericht rechnen. Da der mit der Organisation der Abwehr betraute General Pétain ständig neue Truppen verlangte, schien Falkenhayns Rechnung aufzugehen. Der Tagebucheintrag General Hakes vom 27.02.1916 verdeutlicht die prekäre Situation für die Franzosen. 3 Divisionen seien von der deutschen Artillerie praktisch ausradiert worden und die erste stark befestigte Linie bei Verdun hätten die Deutschen fast ohne Verluste genommen. Fort Douaumont war in deutscher Hand. Die Franzosen blieben trotz allem wild entschlossen, Verdun zu verteidigen. Die British Expeditionary Force wurde gebeten, einen weiteren Frontabschnitt an der Somme zu übernehmen, damit zusätzliche französische Truppen für die Abwehrkämpfe verfügbar würden. General Haig sagte zu. Tatsächlich versteifte sich nun der französische Widerstand und auch die deutschen Verluste stiegen sprunghaft an. Jetzt rächte es sich, dass der Angriff nur auf dem Ostufer der Maas angesetzt worden war. Die feindliche Artillerie überflügelte den schmalen deutschen Infanterie- und Artilleriestreifen und flankierte ihn wirksam. Die Mühle begann nun beiden Seiten zum Nachteil zu gereichen. Division um Division wurde in der Hölle von Verdun zerrieben. Dies war der Absicht Falkenhayns, mit bescheidenen eigenen Kräften dem Gegner möglichst großen Schaden zuzufügen, geradezu diametral entgegengesetzt. Der Wille des Chefs der OHL, das im ersten Ansturm versäumte, durch eine längere Fortführung des Kampfes nachzuholen, führte zwangsläufig zur Ausblutungsschlacht. Aber für Freund und Feind. Hatte die Zermürbungs- und Ausblutetheorie noch zu Beginn des Großangriffes im Zeichen der Überraschung und des für den Angreifer moralisch positiven Effektes seine Berechtigung, so hätte die Offensive spätestens Anfang April abgebrochen werden müssen, nachdem eine nachträgliche Verbreiterung des Angriffsgebietes auch keinen nennenswerten Vorteil mehr gebracht hatte. Mancher Experte betrachtete das Unternehmen als im Grunde schon Ende Februar gescheitert. Falkenhayn aber ließ die Angriffe auf Verdun fortsetzen. Die Einnahme der Festung war für ihn in gleichem Maße zu einer Prestigeangelegenheit geworden wie für Joffre die Verteidigung. Es war eben nicht mehr gleichgültig, ob das Ziel erreicht würde oder nicht. Auch von der Freiheit, die Offensive schnell oder langsam zu führen, sie zeitweise abzubrechen oder zu verstärken, war wenig übrig geblieben. Angesichts der Krisen war Falkenhayn in seiner Haltung schwankend geworden. Seinem ursprünglichen Konzept völlig zuwiderlaufend, gab er dem Drängen Schmidt von Knobelsdorfs und des bayerischen Kronprinzen Rupprecht nach, welche die Einnahme Verduns nun durch immer stärkeren Truppen, nicht Materialeinsatz, vollenden wollten. Noch immer hatte sich das Missverständnis zwischen den Armeeführern und dem Chef der OHL nicht aufgelöst. Falkenhayns Konzeption näherte sich immer deutlicher dem Punkt des endgültigen Scheiterns. Doch statt die Richtigkeit seiner Entschlüsse gewissenhaft zu prüfen und womöglich nach Alternativen zu suchen, ließ er sich von seinem Wunschdenken fortreißen. Wo blieb der groß angelegte englische Entlastungsangriff? Das Anrennen bei Verdun konnte nur dann noch seinen Sinn erfüllen, wenn wenigstens im Gegenstoß an anderen Frontabschnitten der Übergang zum Bewegungskrieg vollzogen werden könnte. Die Engländer aber ließen sich augenscheinlich nicht aus der Ruhe bringen. Sie bereiteten ihre eigene Großoffensive mit fahrplanmäßiger Genauigkeit vor. Das Verdienst, durch Untätigkeit Falkenhayns Pläne durchkreuzt zu haben, gebührt weder Joffre noch Haig. Ausschlaggebend war vielmehr die Tatsache, dass der britische Heeresaufbau noch nicht abgeschlossen war. So sah sich die British Expeditionary Force nur zu kleineren Offensiven in der Lage, bei denen sie allerdings zwischen dem 19.12.1915 und dem 30.06.1916 nicht weniger als 5.845 Offiziere und 119.296 Mann verlor.
Seit Anfang Mai 1916, und auch das wollte Falkenhayn nicht zur Kenntnis nehmen, waren die deutschen Chancen auf einen erfolgsversprechenden Gegenstoß ohnehin auf den Nullpunkt gesunken. Die hierfür notwendigen Reserven waren bereits bei Verdun verronnen. Will man abschließend Falkenhayns Planung und Durchführung des Verdun-Unternehmens würdigen, so wird man einen Blick auf die Resultate werfen müssen, die es gezeitigt hat. Gewiss, gemessen an den gesteckten Zielen, ist es gescheitert. Die deutsche Heereskraft blutete fast ebenso aus wie die französische. Letztere konnte noch nicht einmal nachhaltig geschwächt werden. Auch vom Übergang zum Bewegungskrieg konnte hier keine Rede sein. Falkenhayns Neigung zu einsamen Entschlüssen, das heißt die überflüssige Geheimhaltung seiner wahren Absichten auch gegenüber den ausführenden Organen, also den Armeeführern, legte bereits auf Planungsebene das Scheitern der gesamten Offensive an. Hatte der Chef der OAL aus psychologischen Gründen dem abgekürzten Angriffsverfahren seiner Generalität erst einmal zugestimmt, blieb die Offensive nicht mehr begrenzbar. Die Hoffnung auf einen überstürzten englischen Entlastungsangriff ließ Falkenhayn seine Reserven sparsam verwenden. Die britische Offensive blieb aus, die bei Verdun eingesetzten deutschen Reserven reichten zur Schlachtentscheidung nicht aus und wurden nach und nach aufgerieben. Weitere Ungereimtheiten auf militärischer Ebene traten hinzu, wie wir bereits gesehen haben. Von vornherein stand Falkenhayns Konzeption unter einem unglücklichen Stern. Der Angriff auf Verdun hatte noch gar nicht begonnen, da war schon ein wichtiger Eckpfeiler des Gesamtplanes weggefallen. Reichskanzler von Bethmann-Hollweg hatte vom Kaiser eigenmächtig die Einstellung des verschärften U-Boot-Krieges erwirkt, weil die USA mit dem Kriegseintritt auf Seiten der Entente gedroht hatten. Die Maßnahme des Regierungschefs musste sich schon deshalb nachteilig auswirken, weil sie auf der britischen Insel als Schwäche missverstanden werden konnte. In jedem Fall war sie nicht geeignet, England friedenswillig zu stimmen. Das Ziel der Lähmung Englands im Laufe des Jahres 1916 war in weite Ferne gerückt. Auf die Problematik des U-Boot-Krieges werde ich noch in einem eigenen Video eingehen. Vergessen wir bei aller Kritik nicht den positiven Effekt für die deutsche Sache, den der Angriff auf Verdun hervorbrachte. Die bereits seit längerem betriebenen Angriffsvorbereitungen der Alliierten an der Somme wurden gehörig durcheinandergebracht. Die Einnahme Verduns von deutscher Seite hätte sie sogar ganz verdorben. Mutwillig konstruiert wirkt dagegen ein weiterer Pluspunkt, den mancher Bewunderer Falkenhayns dessen Strategie zuschreibt. Die Meutereien im französischen Heer, die 1917 im Anschluss an die misslungenen Schlachten an der Aisne und in der Champagne vorgekommen sind, sollen eine indirekte Folge der psychischen Defekte gewesen sein, die die Mühle an der Maas verursacht habe. Völlig über das Ziel hinaus schießt hier Heinz Kraft. Er glaubte, Rückwirkungen der Marsmühle bis ins Jahr 1940 feststellen zu können, als Frankreich innerhalb weniger Wochen vor der deutschen Wehrmacht kapitulierte. Seine Laudatio auf Falkenhayn gipfelt in dem Satz: Er, der Führer Deutschlands im Ersten Weltkrieg, hat im Zweiten gesiegt. Obwohl die Schlacht bei Verdun weder die längste noch die verlustreichste gewesen ist, besitzt sie dennoch bis in unsere Tage Symbolcharakter für den gesamten Ersten Weltkrieg. Noch heute treffen sich deutsche und französische Staatsoberhäupter über den Gräbern von Verdun, während die Kämpfe an der Somme oder in der Schlammhülle Flanderns fast in Vergessenheit geraten sind. Von daher erfährt diese Schlacht immer neue Aktualität und die Kontroverse mag nicht abreißen, ob Falkenhayns Strategie völlig untauglich oder genial gewesen sei. Es ist müßig, hier die Pro- und Kontra-Argumente einander gegenüberzustellen. Der Plan des deutschen Generalstabschefs, den Gegnern einzuhämmern, wie wenig sie imstande waren, den Preis für die deutsche Überwältigung zu zahlen, ist im Ergebnis gescheitert. General von Falkenhayn hatte seine Hoffnung auf die Willensschwäche und Uneinigkeit beim Feinde gesetzt und sich somit dem Glück anvertraut, gegenüber den fast mathematisch sicheren Gewinnchancen der Entente. Dieses Glück aber war ihm nicht zur Seite gestanden.